raus, setzt sie quasi da rein und dann klappst du es zu. Jetzt wird eingestellt, die Maschine, auf den Stickel, also auf den Pfahl, dass der optimal in der Halterung sitzt und nachher auch schön gerade im Boden drin steckt. Wir sind heute im Weinberg, weil wir ja unser Jungfeld anlegen. Die Reben sitzen schon im Boden, ihr seht es ja vielleicht schon im Hintergrund. Und heute, das hat mein Vater ja auch erklärt, wie das funktioniert. Und heute bin ich dafür da, euch zu zeigen, wie die Weinbergspfähle in den Boden reinkommen, beziehungsweise wir nennen die Stickel. Hier gibt es so eine Maschine, die nennt sich Stickelleine. Ist ein Eigenbau von einem Lohnunternehmer. Und die haben auf dem Pfahldrücker haben die ein GPS-Gerät oben drauf sitzen. Das GPS-Gerät kommuniziert dann über GPS mit dem Satellit. Und da die Weinberge oder der Weinberg hier mit GPS auch gepflanzt wurde, weiß die Maschine genau, wo ein kleines Rebchen sitzt. Und dann kann man ganz genau einstellen, wie weit entfernt die Pfähle von so einem Stöckchen stehen sollen. Nicht zu viele Fotos, das ist Betriebsspionage, Weinbau.